Prinz Harrys Autobiografie Reserve ist das am schnellsten verkaufte Sachbuch aller Zeiten. Das gab der Verlag Guinness World Records nun bekannt. Ganze 467.183 Exemplare des Buches wurden in der ersten Veröffentlichungswoche verkauft, wie Daily Mail unter Berufung auf Nielsen Book Data berichtet. Dabei wurden E-Book-Verkäufe und Hörbuchkopien nicht mitgezählt. Der Verlag Penguin Random House UK erklärte Forbes zufolge, das Werk habe sich in der ersten Woche in Großbritannien in allen Formaten sogar 750.000 Mal verkauft. Zudem wurde der Bestseller alleine am Veröffentlichungstag insgesamt 1,4 Millionen Mal in USA, Großbritannien und Kanada verkauft. Prinz Harry greift in Reserve Mitglieder der königlichen Familie an, insbesondere seinen Bruder, den britischen Thronfolger Prinz William.